wenn ich ganz allein auf dieser Bühne wär, dann wär schon optisch diese riesengroße Bühne viel zu leer. Und ich könnte ja nur eine Stimme singen. Mal ganz im Ernst, das würde es echt nicht bringen. Ich wüsste auch nicht, was ich 2 Stunden lang erzählen soll. Und hier oben wär's so einsam und der Saal so furchtbar voll. Und darum bin ich froh, dass ich nicht ganz allein hier stehe, sondern dass ich hier gleich neben mir in Doni sehe. Auf dieser Bühne wär, dann würde sich das Publikum bestimmt schon bald beschweren. Die würden sagen, ihr beliebt ja wohl zu scherzen. Wir haben die Schnauze voll von euren blöden Terzen. Und dann würden wir es probieren mit einem albernen Gesicht. Hey! Für den ganzen Abend reicht das leider nicht. Und darum sind wir froh, dass wir nicht nur zu zweit hier stehen, sondern dass wir hier gleich neben uns die Ninni sehen. Du. Wenn wir 3 auf dieser Bühne wären, dann wären wir ein Terzett. Und was die Akkorde angeht, wär das schon ganz nett. Dann könnten wir schon hübsche Sachen singen. Doch es würde immer noch nicht richtig klingen. Und die Leute würden sagen, Mann, da fehlt doch irgendwas. Denen würden wir entgegnen, ihr habt recht, es fehlt der Bass. Und darum sind wir froh, dass wir nicht nur zu dritt hier stehen, sondern dass wir hier gleich neben uns den Kurbel sehen. Du. Wären wir zu viert auf dieser Bühne hier, dann wäre das schon mal schlecht. Jetzt geht die Gage schon nur 4. Außerdem fehlt den Liedern noch Elan. Und viel zu leise wären wir mit dem Gesang. Deshalb würden wir uns schnell noch etwas suchen für das Hohl. Damit es richtig voll klingt, kommt die Frage nur der Chor. Und darum sind wir froh, denn Chorgesang, der macht uns richtig froh. Chorgesang macht viel mehr Spaß als singen, einfach so. Von uns aus kann es losgehen, denn wir haben dort gezählt. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass von uns heute keiner fehlt. Guten Abend und hallo, wir sind hier, um euch gut zu unterhalten. Euch dabei zu helfen, viele Stunden abzuschalten. Und viele schöne Lieder euch vorzusingen, euch zum Nachdenken. Wir grüßen alle Laien und alle Professoren, alle
Ohren, mit geschulten und mit ungeschulten Ohren. Wir grüßen alle Kinder und wir grüßen alle Rentner, alle über 20 Pfund und unter 7 Zentner. Wir grüßen alle Heimischen und alle Weitgereisten. Wir grüßen sogar Dorfner und wir grüßen alle Kaiser. Das wird auch schön.